Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Play Minecraft in unserem Haus. Und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt genau? Ich gehe mal runter und dann schaue ich mal, was wir hier noch alles haben im Inventar. Und dann suche ich mal die Holzkiste, die war hier. Dann packen wir das mal da rein und das. Und ja, die Pfeile tun wir da auch mal rein. Ein bisschen Holz schadet nie und Eisen brauchen wir. Wo ist denn nochmal Eisen? Hier, dann nehmen wir nochmal so viel Eisen ungefähr mit. Und dann brauchen wir noch Nahrung, genau. Nahrung haben wir... Wo haben wir Nahrung? Da. Die beiden Äpfel nehmen wir mal mit. Dann machen wir uns... Moment. So, dann machen wir uns ein Brot. Und dann schauen wir mal... Nehmen wir nochmal ein bisschen Knochenmehl mit. Oder haben wir oben kein Feld mehr? Mal schauen, also erstmal ein Brot machen. Zack. Und dann weiß ich gar nicht mehr, ob wir letztes Mal ein Feld gemacht haben. Nee, doch. Naja, nicht wirklich. Aber wir hatten doch irgendwo Fleisch noch im Ofen, oder? Ich meine, wir hatten unten noch Fleisch. Und ihr wisst immer noch nicht, was ich machen werde. Huhu. So, Ofen. Zack. Genau da. Da haben wir Fleisch. Das nehmen wir mit. Hier ist nichts. So. Und dann, vollstens ausgerüstet, brechen wir auf in neue Gebiete. Ich wollte heute mal einfach ein wenig rumlaufen und die Welt erkunden. Hier in der Richtung waren wir ja schon. Und wir gehen einfach mal dahin und schauen mal, was wir da so finden. Vielleicht eine Höhle oder ein anderes Biom mit irgendwelchen besonderen Gebäuden drin. Und hier haben wir schon mal eine Höhle ganz nah, aber die haben wir, glaube ich, schon mal gefunden. Da gehen wir deshalb mal nicht rein. Und ja, wir schauen einfach mal, was wir da hinten so finden. Vielleicht finden wir ja, was gibt's denn? Ein Tempel oder irgendwie so? Oder, ja, weiß ich nicht. Ein Hexenhaus, genau. Moment, ich muss mal einmal kurz was machen hier im Hintergrund. So. Und dann kann es auch schon weitergehen. Was haben wir denn hier? Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir weiter. Ach, ist das schön hier. Und in der Zeit, in der wir durch die Landschaft streichen, lese ich einfach mal die Kommentarfrage vor. Boah, ist das laut. So. Konnte man das jetzt sehen? Ich hoffe nicht. Ansonsten neues Bildformat, wie auch bei den Survival Games. Los, gib uns dein Fleisch. Und die Kommentarfrage lautet heute: was findest du besser, auf dem PC oder auf der Konsole spielen? Von Notice LP. Das finde ich eine richtig coole Frage, denn das ist ja quasi die Urfrage aller Gamer: PC. PC oder Konsole. Und ich muss sagen, ich habe einen PC, ich habe einen Nintendo DS Lite und keine Konsole. Also, ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Beste, der das beantworten kann, aber aus meiner Sicht finde ich den PC besser. Also, wenn man, klar, bei Freunden irgendwie zockt oder so, dann macht das natürlich auch Spaß. Aber ich finde, Konsolen machen nur Spaß, wenn man mit anderen zockt. Also, alleine finde ich den PC viel besser, einfach weil er viel mehr Möglichkeiten bietet, weil man von der Leistung her viel mehr hat. Also man kann jetzt sagen, klar, die Konsolen sind irgendwann auf dem Stand des PCs, aber in der Zeit hat der PC schon wieder so viel aufgeholt, dass die Konsole da gar nicht mitkommt. Vor allen Dingen nicht, wenn die alle 10 Jahre nur erscheint. Und von der Grafik her, was nicht immer alles ist, ist der PC natürlich auch viel besser. Und vom Spieleangebot. Also man hat natürlich auf dem PC viel mehr Spiele. Also ja, Minecraft wurde zum Beispiel entwickelt nur für den PC und kam dann nur durch den Erfolg erst auf die Konsole, also auf die Xbox. Für PlayStation gibt's das, glaube ich, gar nicht. Und das hätte es ohne den PC gar nicht gegeben. Und wir sind in einem neuen Biom angelangt, in einem Dschungelbiom. Nehmen wir einfach mal ein paar Kakaobohnen mit, damit wir uns die zu Hause anpflanzen können und so ein bisschen Holz. Das braucht man ja dafür, sonst wächst das ja gar nicht. Einfach mal hier, zack. Da kommen wir gar nicht dran, oder? Komm, so. Nee. Dann lassen wir das einfach so. Naja. Und hier muss... So. Irgendwie, irgendwo... Doch mal was sein, oder? Wie ist das denn bei euch? Zockt ihr lieber auf dem PC oder auf der Konsole? Und welche Konsolen habt ihr denn überhaupt? Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Also ich mit meinem Nintendo DS bin ja ganz schön gut bedient und ausgerüstet schon, ne? Immer Mario Kart mit allen im... Darf ich das erzählen? Ich glaube schon, ne? In der Projektwoche haben wir das mal gemacht. Bei einer Lehrerin, die eh keiner... nee, kann ich so nicht sagen. Also das Projekt war nicht so interessant. Und deshalb saßen wir da alle mit unseren Nintendo DS'en.
Ist das der Plural? Ich denke schon, ne? Ja, die essen und haben Mario Kart zusammengezockt und ja, was wollte ich, auf was wollte ich denn jetzt überhaupt hinaus? Was wollte ich noch sagen? Es gibt ja so viele Versionen jetzt vom Nintendo. Nintendo DS, Nintendo DSi, Nintendo DSi 3D XL Lite, keine Ahnung. Hüpf. Hui, Platsch. Und keine Ahnung, wie viele die da schon entwickelt haben, nur um irgendwie Gewinn zu machen. Dass man sich auch immer die neueste Version kaufen muss? Naja, fragwürdig, ne? Aber was nicht fragwürdig ist, ist die Kohle. Die nehmen wir nämlich auf jeden Fall mal mit hier. Blopp. So, hier, zack. Und dann so und so. Was haben wir denn hier eigentlich? Hier haben wir Eisen. Oh, ich höre sie schon. Ich hoffe, ihr habt sie auch gehört. Ich mache mal den Spießsound ein bisschen lauter. So, dann nehmen wir noch das Eisen hier mit. Ja, und jetzt ratet mal, was ich mir von dieser Suche verspreche. Natürlich, wie kann das anders sein? Lapis Lazuli, richtig. Nein, Diamanten natürlich. Diamanten. Und Zombies höre ich. Ich nehme mal das Schwert. Da ist einer. Ja, verreck ihn nicht. So. Huh. Wo gehen wir lang? Wir gehen hier lang. Und einen Moment, ich mache mal die Höhlen-Playlist an. So. Genau. Und ein bisschen. So. Bei mir ist das immer so laut auf dem Ohr. Das ist schlimm. Bei euch ist das immer normal, aber bei mir ist das unglaublich laut. Aber wir sind jetzt angekommen in einer Höhle und dieser Zombie hat eine Schaufel. Warum hat er eine Schaufel? Erde. Vielleicht wohnt er in der im Zombie-Dorf und muss regelmäßig Erde... Wo ist denn der? Wo ist unser Freund? Da ist unser Freund. Hallo. Komm zu mir. Huiuiuiui. 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 Oh, weg ist er. Och, Mann. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Wir können nichts sehen. Dank dem Shader. Zack. Da hinten geht's, glaube ich, noch weiter, oder? Ich will jetzt auch nicht komplett durchlaufen. Mann. So. Komplett durchlaufen, sonst sammeln wir ja gar nicht alle Rohstoffe ein. Ja. 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 So. Ich glaube, in der Höhle kann ich den Shader in der nächsten Folge auch mal ausmachen. Denn wir werden hier wahrscheinlich länger verweilen. So, die Kohle nehmen wir mit. Dann sind wir kohletechnisch, ne? Total ausgerüstet. Aber mehr dann auch nicht, ne? So, wie viel Eisen haben wir eigentlich? 8. Also 8 roh. Die anderen haben wir ja sowieso mitgebracht. Und dann... Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Wir müssen uns mal irgendwie irgendwas craften, ne? So ein paar grundlegende Sachen. So ein Amboss oder so. Damit wir unsere Waffen auch umbenennen können in Klängerns Riesenteil und Klängerns Superhammer und so, ne? Weißt du Bescheid. So, gehen wir jetzt da lang oder da lang? Ich gehe mal einfach hier. Warum haben wir eigentlich Stufen mitgenommen, hä? Lalalala. Ach, noch ein Freund, hallo. Na komm. Komm. Ja. Ja, komm. Komm. Los. Da, weg ist er. Wir sind Level 28, meine Güte. Und wir haben noch keinen Enchantment-Tisch, weil man dafür... man braucht Diamanten. Warum braucht man immer Diamanten? Los, gib uns all deine Rüstung. Gib uns all deine Rüstung. Oh, ein Skelett, ein Skelett, ein Skelett. Was suboptimal ist in unserer Situation gerade. Ach, durch die Rüstung hält er auch viel mehr... Oh, wir haben einen goldenen Brustpanzer bekommen. Alter! So, Moment. Ich mach mal den Shader einfach aus. Das bringt ja hier gar nichts. So. So, ne? Zack. Dann laufen wir mal einfach ohne Shader hier lang. Vielleicht ist das einfach besser. Und dann, der ist ja eigentlich nur draußen effektiv, ne? Hier bringt er ja gar nicht so viel. Dann schauen wir einfach mal hier so. Zack, damit wir ein bisschen mehr FPS haben. Das ist echt, naja, grenzwertig, würde ich mal sagen. Oh, ein geheimes Lied. Ein geheimnisvolles, genau. Kein geheimes, warum geheim?
Und hier ist das Geheim, keiner kennt es. Und jedes Mal, wenn ich die Höhlenplaylist anmache, erinnert es mich daran, sie zu erweitern, weil wir immer die gleichen Tracks haben. Oh. Ah, ich habe Angst, dass ich nie wieder zurückfinden werde und ich hoffe, es ist nicht zu dunkel hier. Damit ihr noch irgendwas seht. Alter, hat das viele Gänge! Das bauen wir mal ab. Das bauen wir mal ab. Und das. Eisen. So. Ich glaube, an der Konsole macht Minecraft auch, glaube ich, gar nicht so viel Spaß, oder? Ich meine, du brauchst ja das Gefühl von PC und Tastatur in deinen Händen, damit du richtig navigieren kannst. Ich finde auch, man kann Shooter gar nicht richtig mit dem Controller steuern, denn ja, das geht einfach mit Maus und Tastatur viel präziser. Was erblicken meine Augen? Ein Dungeon! Wir haben ein Dungeon gefunden! Alter, ein Dungeon! Treten Sie ein, treten Sie ein! Oh, hier ist Takte auf der Tür, glaube ich. Ein Schweinespawner! Hossa! Oha! 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 Hallo! Schöne Bücher und Essen. Das ist praktisch. Dann nehmen wir mal hier das Eisen nochmal mit. Aber, hallo! Warte mal, ich sortiere das mal. So und so. Wir haben jetzt... Boah, meine Fresse, haben wir viel jetzt. Ich nehme mal ein bisschen Moosstein mit, ne? Einfach mal so nehme ich ein bisschen Moosstein mit. Das ist schon der zweite oder der dritte Spawner? Ich glaube, der dritte. Also spawnertechnisch sind wir hier vollkommen ausgerüstet. Da haben wir schon alles gesehen, ja. Da sind wir richtig abgehärtet, ja. So, der Moosstein. Aber ein Schweinespawner, das ist immer der gefährlichste, ja. Müsst ihr wissen. So, hier und hier. Zack. Kohle. Aber wir finden nur so alltägliche Rohstoffe irgendwie. Also ansonsten ist gar nicht so viel dabei. Ah! Der Sand! Oh mein Gott, er wird uns töten! Killersand. Der Grund. Killersand. Ja, da oben muss man jetzt nicht unbedingt hin, glaube ich. Gehen wir einfach mal hier lang. Zack. Das geht auch nur hoch hier, Moment. Ich muss mal ein paar Fackeln machen. Das geht sogar nicht weiter. Deshalb haben wir natürlich immer Holz mit. Jeder gute Höhlengänger hat Holz mit. So, zack. Wir haben schon fast ein volles Inventar irgendwie. Was nicht ganz so optimal ist. Und unsere Spitzhacke läuft auch ab, aber deshalb habe ich ja 8 Roheisen mitgenommen. So, einen Moment mal kurz. So, musste mal wieder meine Lehne verstellen am Stuhl. So. Wir müssen tiefer kommen auf jeden Fall. Denn nur da gibt es die richtigen Rohstoffe. Lapis Lazuli zum Beispiel. Genau, das sieht schon mal gut aus. Aber geht's da auch weiter? Wer, wenn nicht? Dann gibt's auf die Fresse! Direkt auf die Fresse, ja. Hier ein Eisen in der Wand. So. Zack, zack. Boah. Kann er nicht einfach stehen? So, hier geht's nicht weiter. Nein, lass ihn da runterlaufen. Da, er hat ja sonst nichts Besseres zu tun. Ja, die Folge ist ja gleich schon vorbei. Mann. Na toll. Geh mal wieder zurück. Hier hin. Wo geht's denn hier lang? Waren wir da nicht? Ja, bestimmt. Aber hier waren wir noch nicht. Dann nehmen wir mal die Alter, warum verlieren wir so viel Essen? Ein Fledermausen. Oh, Fledermausen. So, und nachdem wir dieses Eisen zack abgeerntet haben, ist die Folge auch schon vorbei? Komm, die töten wir noch schnell. Ah, da.
Ja, die Folge ist auch schon wieder rum. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein hier in dieser wunderschönen Höhle. Ich verabschiede mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.